Wir müssen uns unbedingt an ihm rächen. Darf ich eventuell erfahren, an wem? An meinem Bruder, an wem sonst? Warum? Was hat er getan? Ganz fiese Dinge hat er getan. Alles hat damit angefangen, dass mein Bruder mich in meinem Zimmer belagerte. Du hast zwei Möglichkeiten, Brüderchen. Entweder bleibst du drin und vergammelst in deiner eigenen Scheiße, oder du kommst raus und stellst dich mir. Irgendwann jedoch nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und ging bis unter die Zähne bewaffnet vor die Tür und wollte mich ihm stellen. Du hast zwei Möglichkeiten, Brüderchen. Entweder bleibst du drin und vergammelst in deiner eigenen Scheiße, oder du kommst raus und stellst dich mir. Du hast zwei Möglichkeiten, Brüderchen. Entweder bleibst du drin und vergammelst in deiner eigenen Scheiße, oder du kommst raus und stellst dich mir. Okay, ja. Auf jeden Fall müssen wir uns unbedingt an ihm rächen. Halt. Du musst dich an ihm rächen. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Hey, wofür glaubst du eigentlich, dass ich dich bezahle, hä? Ja, stimmt. Du hast recht. Was hast du bis jetzt für Schritte getan? Ja, nichts. Deswegen sind wir überhaupt hier, um zu beschließen, was ich tun werde. Warum hast du dann die E-Mail geschrieben, dass du schon was unternommen hast? Ja, ich habe ihm vorhin gesagt, ich habe seine Goldfische vertrocknen lassen. Obwohl ich sowas natürlich nie tun würde. Du hast deine Goldfische vertrocknen lassen. Habe ich nicht gerade gesagt, dass ich es nicht getan habe? Ich wollte ihn einfach nur provozieren, weil es mich aber so aufgeregt hat, was der mir angetan hat. Ja, chill, okay. Du bist so ein Arschloch, weißt du das? Was ist los? Du weißt jetzt genau, wovon ich rede. Du hast meine Goldfische vertrocknen lassen. Du hast mir doch vorhin selber gesagt. Kauf mir jetzt neue. Was? Was ist los? Was ist jetzt mit dem los? Tja, nachdem ich gelauscht habe, dass du deinem Bruder die Lüge erzählt hast, du hättest seine Goldfische vertrocknen lassen, habe ich mir gedacht, lassen wir seine Goldfische doch mal wirklich vertrocknen. Du Kleiner. Tja, du solltest aufpassen, wer alles deine Gespräche mithört. Raus! So Leute, ich habe dieses Video jetzt endlich fertig geschnitten und dieses Mal ist mir ganz, ganz besonders wichtig, dass ihr mir ehrlich eure Meinung schreibt, weil erstens ist es etwas, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, einfach so ein Spielfilm quasi. Und zweitens bin ich mir vom Thema her unsicher, ob man es überhaupt versteht oder lustig findet als Zuschauer. Ich selbst verstehe es natürlich, weil ich weiß, was ich damit aussagen wollte, weil ich die Idee selber geschrieben habe und umgesetzt habe. Aber als Zuschauer, als Außenstehender, weiß ich eben nicht ganz, ob man es versteht. Schreibt es mir bitte, bitte in die Kommentare. Ich bin echt sehr gespannt, wie es ankommt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am ersten Sonntag des Monats August wieder, also ziemlich genau in einem Monat. Bis jetzt hat das ganz gut geklappt, das Konzept. Und dann würde ich sagen, sieht man sich. Ciao.